Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen. Die erste Runde in der Raiffeisen Super League 2017-2018 ist gespielt. Die Jagd auf den FC Basel geht wieder los. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf Teleclub zum neuen Fußballtalk Heimspiel. Die neue Saison ist also lanciert und hat schon für Emotionen gesorgt. Nach dieser Sommerpause macht endlich das Leben wieder einen Sinn. Nein, ich glaube, uns als lieber gesehen, hätten wir von Anfang an Gas geben. IBE ist mehr bereit zum Leiden. C'était super pour nous. Klar sind wir jetzt enttäuscht. This is a great way to start the season. Das verheißt einiges Gutes für die Saison. Emotionen gibt es sicher auch in unserer Sendung. Wir nehmen uns jeden Sonntag zusammen mit ausgewiesenen Experten und direkt beteiligten Zeit, um ausgiebig und vertiefend über den Schweizer Fußball zu diskutieren. Heute haben wir die Rundumerneuerung beim FC Basel als eines der Hauptthemen. Und das zweite Thema ist, was müssen die restlichen Super League-Clubs machen, um die Lücke zwischen dem FC Basel und den restlichen Clubs zu schließen. Bei mir im Studio darf ich herzlich begrüßen den Michael Lang, Leistungsträger beim FC Basel, aktueller Nationalspieler, und er sagt, wenn wir den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, konsequent weitergeben, kann man die Lücke zum FC Basel nicht schließen. Dann weiter in der Runde begrüße ich der Andi Böhni, Fußballchef beim Blick und langjähriger Sportjournalist. Er sagt, der FC Basel ist nervös, wie seit Jahren nicht mehr. Weiter ist da der Pascal Zuberbühler, ehemaliger Nationalmannschaftsgoalie und sechsfacher Schweizer Meister. Er sagt, wenn die anderen Club konsequent und mit Risikobereitschaft einen Schritt vorwärts würde machen, dann wäre die Lücke zum Basel über die Jahre nicht so gross geworden. Und schlussendlich mein Stammgast, Rolf Ringer, unter anderem ehemaliger Trainer vom VfB Stuttgart und von der Schweizer Nationalmannschaft. Er sagt, das Zauberwort ist Konstanz. Wenn die anderen Mannschaften über 36 Runden konstant spielen können, dann kann die Lücke auch geschlossen werden. Ja, das erste Spiel ist durch. Michael Lang, 2-0 verloren, gestern in Bären. Man ist viel diskutiert, viel geschrieben worden um den Wechsel vom FC Basel. Wie noch ist man eigentlich an der Leistung, die man sich jetzt würde erhoffen vom neuen FC Basel gestern Abend? Nach gestern 3 Goal entfernt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Weil, wenn du unbedingt mit einem Sieg starten willst, haben aber auch gewusst, dass es sehr ein schwerer Start ist auf dem Kunststrasse gegen IB. Von dem her, ja, es war sicher ein missglückter Start, aber wir lassen uns nicht nervös machen. Und darum, ja, wir ziehen unseren Weg durch und dann bin ich sicher, dass wir am nächsten Samstag dann schon, oder respektive am Sonntag schon können punkten können. Rolf Ringer, du warst selber im Stadion, du hast den Match gesehen. Wieso war der FC Basel nicht torgefährlicher gewesen? Ich glaube, schon in erster Linie hat es mit der guten Leistung von IB zu tun gehabt. IB hat ja grosses Offensivpotenzial. 2 Stürmer, 2 auf der Seite offensiv, die Aussenverteidiger, die kommen. Und die haben unheimlich gut defensiv geschafft, die Offensivspieler. Und darum hat Basel irgendwo keine Räume gehabt. Es ist harte Zweikämpfe, man hat alles ein bisschen abgebissen. Und durch das war einfach IB dominant gewesen, zweikampfstark, und hat Basel irgendwo immer in der Entstehung gestört. Und darum haben sie ganz wenige Chancen aus dem Spiel rausspielen können. Also ich würde sagen, bevor man muss sagen, dass Basel eigentlich
ganz schlecht war, weil sie wenig Torschancen hatte, muss man IB loben, weil sie das im Defensiven mit diesen guten Offensivleuten in der Defensive wirklich hervorragend gemacht hat. Andi Böhni, man hat viel über das neue System von Raphael Wicki diskutiert und geschrieben. Jetzt hat man den Eindruck, er hat mit dem gleichen System gespielt wie der Urs Fischer. Hat er es einfach schlechter interpretiert gestern, oder? Nein, der Urs Fischer hat am Start der Swiss auch immer verloren. Also von dem her nicht. Ich bin persönlich aber schon ein bisschen enttäuscht gewesen, dass man so auftritt, weil es ist nicht konsequent. Oder? Man sagt, neuer Präsident, neuer Sportchef, der Marco Streller hat gesagt, wir müssen einen neuen Trainer haben bei einem neuen Projekt. Wir können nicht den Thorsten Fink holen, weil er für ein Salzprojekt steht. Und dann hätte ich mir eigentlich im ersten Spiel habe ich mir sehr viel erhofft mit dem neuen System, das ihr eingeübt habt, die ganze Vorbereitung. Es wäre ein Zeichen draussen gewesen, da kommt etwas Neues. So muss man sagen, ist der Urs Fischer irgendwo in seiner Ferien und denkt wahrscheinlich, ja, neue Linksverteidiger, neue Stürmer, aber die machen das gleich, wie ich auch gemacht habe. Pascal Zuberbühler, typisch euch im Stadion gewesen. Was sind denn die euch gefälligsten Unterschiede jetzt zur letzten Saison? Was hast du beobachtet? Wo hat Basel noch Luft nach oben? Ja, Basel hat noch viel Luft nach oben, das ist mal ganz klar festzuhalten. Aber es ist auch immer sehr schwierig, nach einem Spiel jetzt hier, eine Analyse zu ziehen. Aber gestern ist mir schon aufgefallen, wie IB in den Zweikämpfen viel stärker war. Sie waren aggressiver gewesen. Und speziell ein Sanogo in der ersten Halbzeit hat da Renato Steffen auch im Schlüsselspieler. Eigentlich, was ihr braucht in eurem Spiel, das ihr aufzieht, hat ihm da schon mal schön auf der Achillessehne gestanden. Mit dem aus dem Spiel genommen. Wir haben Delgado ziemlich aus dem Spiel rausgenommen. Und vorne mit dem neuen Stürmer, mit dem Van Wolfswickel, war er ein bisschen alleine gewesen. Und wir hätten wenig Unterstützung können in dem Spiel. Und schlussendlich hat das IB also seine Hausaufgaben hervorragend gemacht. Mhm. Michael Lang, der Andi Böhni hat es angesprochen, es war eigentlich gar nicht eine grosse Veränderung auf dem Platz festzustellen. Ist das dir ähnlich gegangen? Rein vom System her nicht gestern. Das ist ja so. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, der Andi hat das richtig gesagt. Wir haben das in der Vorbereitung geübt, das System mit einem 3-5-2. Wir haben gestern das System gewählt, weil die Mannschaft sich am wohlsten fühlt. Es sind 4 Wochen vergangen und das ist nicht so extrem viel Zeit, um ein neues System einzuüben. Vor allem, wenn wir dann mit so einem schweren Auswärtsspiel startet. Und darum haben wir uns gestern für das System entschieden. Aber ab der 70. Minute haben wir ja dann umgestellt, genau, oder? Genau, aber ich glaube nicht, dass das System falsch war. Gestern der Zubi hat das auch richtig beurteilt. IB ist sehr, sehr aggressiv gewesen. IB hat unser Spiel ein bisschen zerstört. IB hat vor allem auch sehr viel mit langen Bällen agiert. Und so haben wir unser Kombinationsspiel nicht wirklich können aufziehen können. Und schlussendlich auch wirklich zu wenig torgefährlich gewesen, zu wenig zielstrebig auch gewesen, in den letzten 30 Metern. Und ja, schlussendlich dann leider durch 2 Einzelaktionen fast verdient verloren. Aber trotzdem ist offensichtlich gewesen, dass ab der 70. Minute hat er ein bisschen mehr Spiel an Teil gehabt, ist ein bisschen gefährlicher geworden. Also das heisst, wenn man jetzt, das ist hypothetisch, aber wenn man jetzt würde sagen, wir hängen mit dem System angefangen, wäre der Match anders gelaufen? Das hat mit dem nicht so viel zu tun. Ich meine, sie sind in den Rückstand gegangen. Und wenn man in den Rückstand geht, dann muss man öffnen. Das heisst, man geht ein bisschen höher nach vorne, man riskiert mehr. Das heisst, der Gegner hat mehr Raum hinter der Verteidigung. Das hat die IB natürlich sehr gut gemacht. Mit einem unheimlich schnellen Assalé. Der ist unheimlich in die Löcher hineingelaufen. Und dann ist es ein offenes Spiel geworden. Aber ein offenes Spiel, wenn du eins noch im Rückstand bist, hat natürlich dann noch mehr Karten von IB gespielt. Da glaubst du, der Fallansatz zum Denken, hätte man das am Anfang gemacht, dann wären wir offensiver. Sondern der Spielstand hat natürlich sehr viel zu bedeuten. Oder? Und das ist, sage ich, der entscheidende Punkt gestern. Also für mich ist das System nicht der entscheidende Punkt. Ich sage nur, es ist ein Zeichen raus, wo mir nicht gefallen hat, weil man alles hat wollen neu machen. Für mich war es ein Mentalitätsproblem, wie die beiden Mannschaften auf dem Platz sind. Für mich ist IB auf dem Platz, um den Match zu gewinnen. Und Basel ist auf dem Platz, um zu spielen und zu sagen, ja, irgendwann brechen dann die wie vielleicht Thun, Vaduz, letzte Saison dann schon ein und dann machen wir am Schluss die Goal. Und das ist schief gegangen. Ja. Wobei, da muss ich schon als, sagen, als ehemaliger, sorry, dass ich da als ehemaliger Trainer etwas sagen, oder? Basel hat das Double gewonnen. Super Saisonschluss, seit Wochen wirst du gefeiert, alles irrsinnig, super und jeder ist der Grösste und wir laufen sowieso durch, überall steht, dass wir eine riesen Lücke haben zum Zweiten. Und wenn ich natürlich als Spieler und als Verein so gelobt wird und dann ins erste Spiel komme, dann habe ich natürlich schon ein gewisses Selbstverständnis, dass es kommt schon gut, wir sind ja stark, wir vertrauen auf unsere Qualität. Aber man hat 2 Monate immer die, ich sage jetzt mal, die Streicheleinheiten gehabt. Und IB ist der Verfolger, die wollen unbedingt, wollen allen zeigen, im Heimspiel, total klar.
Schade. Also man muss zuerst als Michi Lang oder als FC Basel Mannschaft muss man immer zuerst wieder etwas ein bisschen haben, wo einem verrückt macht. Oder? Es ist dann eben einfach zu sagen, ja, die haben Leidenschaft gehabt, die anderen nicht. Es ist menschlich, dass man eben zuerst ein bisschen muss gereizt werden, damit man dann wieder absolut an Grenzen kommt. Ist das so, Michael? Ein Stück weit definitiv. Ja. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist nicht so gewesen, dass wir gestern die falsche Mentalität auf dem Platz hatten. Wir reden schlussendlich über Zielstrebigkeit in den letzten 30 Metern. Wir waren schon präsent auf dem Platz. Also habe ich zumindest als Spieler so wahrgenommen. Mhm. Auf der Tribüne sieht es vielleicht zum Teil ein bisschen anders aus. Wir sehen ja auch Gegenspieler. Wir merken, ein bisschen, wie die drauf sind. Und ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo wir als FCB noch mehr gelitten haben auf dem Kunststrasen in Bern, wo wir noch viel mehr Chancen zulassen haben für den Gegner. Und darum ist es gestern eigentlich nicht so ganz ein schlechter Auftritt gewesen, wie noch zum Teil dargestellt wird. Und ja. Es ist vor allem auch wichtig, wir reden über ein Spiel. Wir reden über das schwerste Spiel in der ganzen Saison, auswärts in Bern, gegen einen geladenen Gegner. Und darum, wir haben drei Punkte verloren, wo wir klar wollen. Wir wollten unbedingt mit einem Sieg starten, weil wir vor allem halt auch im grössten Verfolger schon mal am Anfang wollen zeigen, wer Meister ist worden und wer hoffentlich auch das Jahr Meister wird. Und darum, wir haben ein Spiel verloren, nicht mehr und nicht mehr. Aber was mich extrem interessiert, ihr habt sicher Ausläufe gehabt heute. Was hat der Raphael wirklich erzählt heute Morgen? Ja, das ist, ich tue es abkürzen, dass ich nicht zu viel verrate. Das Wichtigste ist, und das ist auch ganz klar die Message, wo ja jeder Spieler versteht und wo jeder Spieler auch dahinter kann stehen. Wir haben unseren Weg, den wir seit 4,5 Wochen verfolgen. Und der Weg, der wird nicht nach einer Niederlage zusammenbrochen und da wird wieder komplett etwas anderes gemacht. Wir haben sensationell trainiert, wir haben einen Top-Team-Spirit, wie wir das ja auch letztes Jahr schon hatten. Wir haben gegen IBE verloren und wir werden unseren Weg weitergehen. Und dann haben wir auch genug Qualität und vor allem auch genug Mentalität in der Mannschaft, dass wir dann, sobald das zweite Spiel anfängt, wieder voll da sind und dann auch die drei Punkte heimholen. Zubi, du bist sechsmal Schweizer Meister. Dich hätte man nie müssen reizen, nach einer Saison wieder Vollgas zu geben. Du warst immer pronto in einem Startlöcher. Ja, innerlich hat es schon immer wieder gebrannt. Aber ich war dann wirklich pronto auf dem Feld. Das war ab und zu auch immer negativ. Das hat es natürlich auch gegeben. Aber ich wollte nur noch schnell sagen, also ich finde auch nach so einer Niederlage für einen Trainer, der Rolf weiß das am besten, ist es ja auch interessant, wie du jetzt weiter schaffst, was du siehst, was du für Fehler gesehen hast, wo willst du noch ein bisschen anziehen, wo willst du noch ein bisschen dich verbessern. Und das ist natürlich eine gute Sache jetzt für den FC Basel, dass man jetzt einmal vielleicht am Anfang verloren hat. Wir hatten nie eigentlich einen Konkurrent in der Schweizer Liga, und zwar über die letzten Jahre. Wir reden jetzt nicht nur von der ganzen Vorbereitung, sondern über die letzten Jahre. Und von dem her ist es doch interessant, jetzt mit dem neuen Umfeld, mit dem neuen Trainer und dem Staff auch, dass man jetzt hier, wie du gesagt hast, nicht nervös wird, die Linie weiterzieht. Aber ist natürlich auch klar, das nächste Spiel ist natürlich umso brisanter. Dann. Ich wollte auf den Raphael wirklich noch mal sprechen. Hat man die Handschrift gestern schon ein bisschen gespürt? Oder hast du ja schon vor? Nein, das ist. Also ich bin vor allem anderer Meinung wie der Zubi. Eine Niederlage ist nie gut für einen Meister im ersten Spiel. Also das gibt einmal eine Euphorie in Bern. Das ist sicher gut für die Liga. Das ist überragend. Aber ein Raphael Wicki ist jetzt schon mal zuerst mal unter Druck. Er hat das System gleich wie beim Fischer. Was mache ich nächste Woche in Luzern? Welche Spieler stelle ich um? Und der Club ist sehr nervös im Moment. Und zwar nicht unbedingt die Mannschaft. Aber für einen Marco Streller, für einen Bernhard Burgener, für einen Alex Frey im Hintergrund, für einen Ceccaroni, für dich geht es darum, da ja Meister zu werden. Und wenn man das Meister nicht wird, dann ist das Projekt hat einen bösen Schuss vor den Bug bekommen. Und darum ist die Nervosität sehr wohl greifbar, auch wenn es alle Gusse anders darstellen. Das ist ein Spiel. Man hat es Raphael wirklich ein kleines bisschen abgemerkt, gestern im Interview. Wir haben das bereit. Können wir schnell reinschauen, was er gesagt hat? Wir haben gegen ein gut organisiert, sehr physisch stark sieben gespielt. Und es ist eigentlich von Anfang an unglaublich viel Intensität drin, sind viel Zweikämpfe. Ja, und schlussendlich hat das, glaube ich, den Ausschlag gegeben, dass wir das Spiel verlieren, dass man halt nicht immer in das Kombinationsspiel ist, wo man wollen. Ich nehme mit, dass die Mannschaft bis zum Schluss gekämpft hat, gemacht hat, versucht hat. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft ist gut und wir werden uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Wir sind überzeugt, dass wir werden gut sein. Das war der erste Match. Ein kleines bisschen verunsichert ist er auch. Du kennst ihn gut, du hast zusammen mit ihm gespielt in der Nationalmannschaft. Was meinst du, Zubi, wie wird er jetzt mit der Situation umgehen? Ich meine, es ist das erste Spiel, wir müssen es relativieren, aber gleich, ein gewisser Gegenwind, eine gewisse Brise.
Gespielt jetzt schon gesehen? Richtig, es ist das erste Spiel. Aber ist auch klar, wir reden vom FC Basel. Wir reden ganz klar vom, vom Number One Club in der Schweiz. Für einen Raphael Wicki, der noch nie eine Profimannschaft hatte, ist es sicher etwas ganz Neues, mit dieser Situation umzugehen. Und da gebe ich dir recht, Andi. Vorhin, wie du gesagt hast, dass man da erwartet vom FC Basel, dass man anders auftritt und man darf nicht verlieren. Das ist schon klar, das ist schon richtig. Aber ich finde auch, wir sollten mal Raphael Wicki jetzt das erste Spiel kann man jetzt abhökeln. Ich hoffe, dass er die richtige Lehre daraus zieht. Ich hoffe auch, dass man auch nach dem Spiel weiss, wo man den Hebel wieder anziehen in der Mannschaft. Was für Fehler, die wir gemacht haben. Das ist für mich entscheidend. Und jetzt vor allem im zweiten Spiel geht es weiter. Und das ist, eine Saison ist lang. Eine Saison ist wirklich sehr lang. Und wir reden jetzt vom ersten Spiel und wir kritisieren jetzt schon. Das ist klar, das ist zu Recht. Das ist unser Beruf. Medienleute wollen natürlich zusammen mit den grossen Schlagzeilen drin. Und es ist natürlich auch ganz klar etwas Spezielles, wenn man als FC Basel einen Raphael Wicki, der in Anführungszeichen nur U21-Spieler war, nimmt. Aber Raphael Wicki hat eine hervorragende Karriere hinter sich. Er war überall, hat eine sehr gute Karriere gemacht, hat daraus lernen können. Und ich bin 100% überzeugt, dass er seinen Weg wird weitergehen wird. Rolf, er hat viel Vorschusslorbeer bekommen, Raphael Wicki. Das ist tatsächlich so. Was ist die Schwierigkeit für so einen jungen Trainer, jetzt in der obersten Liga zu bestehen? Und ja. Ich würde das jetzt nicht unbedingt am Raffi Wicki aufmachen, da, weil es ist das erste Spiel vom FC Basel, dass man ein bisschen nervös wird, weil eine ganz neue Führung gewechselt hat und nicht recht weiss, wo man steht. Das ist doch ein verständlich. Wichtig ist, dass sie es richtig gemacht haben, dass sie einen Aktionär haben, wo der Chef ist, dass sie Fachleute angestellt haben an den Positionen, wo das wichtig ist. Jetzt braucht man halt bei allem, was man macht, auch ein bisschen Zeit. Und der Trainer, also jeder Trainer hat im Auftaktspiel in IB Schwierigkeiten gehabt, das muss man sagen. Klar wird sich jetzt zeigen. Wir haben gesehen, wir haben geredet, ein bisschen wenig Durchschlagskraft. Oder? Sie haben zu wenig Chancen rausgespielt. Es muss mehr Richtung Goal gehen in den nächsten Spielen. Aber das wissen sie auch, das haben sie auch gemerkt. Ein bisschen mehr in Abschluss. Aber ich glaube, es ist eine ganz normale Entwicklung. Und für den Raphi Wicki ist es halt schon so. Er war jahrelang jetzt in der Jugend, U-Trainer, U18, U21. Und das ist natürlich wieder eine andere Welt. Aber er ist parat für die Welt. Eindeutig parat für die Welt. Aber man muss es dann gleich leben. Ich meine, man hat das gestern gesehen. Das ist eine andere Reaktion, wenn du so ein Match verlierst. Und du weißt, jetzt kommt der ganze Druck. Weil sie warten ja nur auf das, weil man hat alles neu gemacht beim FC Basel. Also schaut man mit Argusaugen, wie geht es weiter. Man ist exponiert. Es war relativ undankbarer Heimmatch, Auswärtsmatch, den er da hatte. Aber das war ein Match. Und ich bin überzeugt, wie der Michi Lang sagt, da muss man jetzt einmal abwarten. Und die haben ja viel Steigerungspotenzial. Das ist absolut. Also ich bin auch völlig der Meinung, Raphael Wicki bringt alles mit. Er ist fachlich, er ist kreativ, er ist jung. Was ich einfach gestaunt habe, ist von der Ausstrahlung her. Dann schaue ich im Fernsehen. Für mich ist der FC Basel der Nobelclub der Schweiz. Nicht mehr GC, bei weitem nicht. In 100 Jahren nicht mehr im Moment. Und dann ist der Trainer vom FC Basel steht dort im Trainingsanzug dort, oder? Ich glaube, das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Oder? Das, das sind jetzt so Äußerlichkeiten, die ich jetzt muss sagen, wie relevant ist das? Also, nein, er muss sich ja wohlfühlen in seinem Job. Und Jürgen Klopp hat ja auch den Trainer an. Kann man machen, natürlich. Aber ich sage einfach, er ist relativ leger dort gestanden. Die Mannschaft ist für mich auch ein bisschen so leger auftreten gestern. Oder? Ja, aber das sehe ich, wenn ich hier unterbrechen darf, sehe ich das nicht so. Also, wir sind nicht leger auftreten, wenn man sieht, dass wir gleich auch in den Zweikämpfen dagegen gehalten haben, wenn wir gleich auch nicht viele Chancen zulassen haben. Und vor allem zum Zugreifen auf den Druck, den du erwähnt hast. Als Spieler, als Trainer vom FCB, da hast du immer Druck. Und der Druck, der ist sogar gut. Der hat uns ja auch dort angebracht, wo wir momentan sind. Und es ist auch klar, oder, wenn du heute Zeitungen lesest, das ist gefundenes Fressen für jeden Journalist, für jede Zeitung. IB ist ja schon fast Meister, wenn ich heute Zeitungen lese. Also das ist ja, extrem. Der Raphael Wicki ist ja schon fast nicht mehr Trainer beim FCB nach einer Niederlage. Gut, das ist jetzt ein bisschen... Also da muss man schon relativieren. Wir haben ein Spiel verloren. Ja. Wenn ich sehe als Spieler, wir sind klar, wissen wir um den Druck, wissen wir auch um die Brisanz vom nächsten Heimspiel, dass wir das unbedingt gewinnen müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir überhaupt nicht nervös. Weil, wir wissen, wie wir geschafft haben und wir wissen auch, was für Qualität das in unserer Mannschaft, in unserer
unserem Trainerstaff und unserer Führung steckt. Und darum gibt es da keinen Grund, zum nervös zu werden. Und du bist ja mit in dem Prozess drin. Was mich jetzt noch wundernimmt, was verlangt er denn genau? Was ist denn Philosophie? Also, du musst jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu letztem Jahr, sondern einfach wirklich jetzt spezifisch in dem Prozess, wo du jetzt drin steckst. Wie schafft denn er? Hast du deine Rolle auch müssen wieder neu interpretieren und so weiter? Jeder Spieler hat ein Stück weit seine Rolle müssen neu interpretieren, weil er gleich auch im taktischen Bereich noch mal gewisse Sachen anders verlangt auch. Fußball kann man nicht neu erfinden. Wir haben unter dem Urs Fischer zwei Jahre lang sehr, sehr erfolgreich so geschafft. Und darum hat man ja auch nicht unbedingt den Grund gehabt, um im ersten Spiel schon alles komplett auf den Kopf zu stellen. Also, wenn man zwei Jahre lang im 4-2-3-1-System sehr erfolgreich gespielt hat, dann muss man nicht das Gefühl haben, oh, jetzt haben wir ein neues Konzept und alles. Jetzt müssen wir plötzlich im 2-6-3 oder wie auch immer System spielen. Also, da gibt es überhaupt keinen Grund dazu. Es sind wieder neue Reize gesetzt worden, was ich sehr, sehr gut finde, oder? Weil da kann jeder Spieler sich noch mal ein Stück weit neu erfinden. Jeder Spieler hat auch die Möglichkeit, um sich noch mal neu zu beweisen und auch um noch mal einen Schritt zu machen. Und darum ist das, Achtung, Lieblingsworte der Journalisten, ein Stück weit auch ein Prozess, wo wir da gehen und wo nicht nach dem ersten Spiel, das wir verloren haben, abgeschlossen ist. Was ich noch interessant finde, ist, wenn man den Kader vergleicht zur letzten Saison. Zubi. Ich meine, die zwei Tormaschinen sind weg mit dem Janko und mit dem Dumbia. Es ist schon ein bisschen etwas gegangen. Also, wie siehst du den Unterschied zwischen diesen zwei Kadern jetzt letzte Saison und diese Saison? Ja, offensiv bin ich noch ein bisschen überrascht. Da finde ich, da sind wir im Moment ein bisschen dünnhütig noch. Wir haben zwar einen sehr guten Transfer gemacht mit dem Van Wolfwinkel, da muss man klar sagen. Er ist jedoch jetzt gestern komplett im Abseits gestanden, weil wir hatten ihn komplett unter Kontrolle gehabt. Aber klar, ein Dumbia zu ersetzen, der zeigt schlussendlich Facts auf. Und das ist immer wichtig für einen Trainer, wenn man am Schluss von der Saison die Listen anschaut, wie viele Einsätze, wie viele Goal. Und das war Effizienz dahinter und klasse. Und das darf man nie vergessen. Und jetzt hat man ja wohl noch mit einem Oberlin einen guten, jungen Stürmer geholt. Aber da bin ich ein bisschen. Da wanke ich ein bisschen zwischendrin. Ich finde, für FC Basel, da müssen wir eventuell, oder sie haben das sicher im Hintergrund im Kopf, vielleicht noch mal irgendeinen dazuholen, einen geeigneten Stürmer, einen Offensivspieler für die Zukunft. Und das Transferfenster ist offen. Also, von dem her, ich glaube, und ich bin sicher, die Führungsetage vom FCB, die haben das im Hinterkopf und werden jetzt das genau analysieren. Bist du der Meinung an die Böhne? Weil der Blick weiss ja meistens, wo gesucht wird. Also ich kann mir vorstellen, dass der Valentin Stocker vielleicht noch zum FC Basel wechselt. Oder jetzt Hertha hat nochmal einen Flügelspieler jetzt geholt. Ja, das ist sicher eine Möglichkeit, wenn er viel Charakter würde, in die Mannschaft bringen. Aber ich finde, die Transfers von Marco Streller sind sehr, sehr gut. Ich finde gut, dass man auf die Jungen, auf die Manzambis, Pululus von dieser Welt jetzt baut. Aber am Schluss wird es zu besagt. Währung ist relativ einfach. Van Wolfswinkel 20 Goal, Oberlin 10 Goal. Dann hast du 30 Goal von den beiden wieder. Aber das brauchst du. Mhm. Rolf, brauchst du noch Verstärkung? Müssen wir noch uns schauen? Nein, es ist klar, hat man den Match 1-0 gewonnen, hat man gesagt, du, alles richtig gemacht, wunderbar, die Jungen hindurch. Und Basel hat sich etwas überlegt. Und sie haben talentierte Jungen, die wir gar noch nicht kennen, weil die sind noch nicht in der Öffentlichkeit. Eben die zwei, die du jetzt vorher gesagt hast. Mit dem afrikanischen Hintergrund. Oberlin haben sie geholt. Und, ich glaube, sie haben die Anzahl der Bühnen haben sie noch. Kutesa, junge, ganz gute. Und die sind von denen überzeugt. Und ich glaube, für die Schweizer Liga muss man denen jetzt ein bisschen Zeit geben, dass sie sich integrieren können. Auf einmal kommt einer wieder wie ein Phönix aus der Asche und fängt an brillieren. Das gibt es sehr oft einmal. Aber eben nur, wenn man nicht einen zweiten ansetzt, den man denen wieder vor die Nase stellt. Und ich sage jetzt mal, für die Schweizer Meisterschaft, denke ich, wenn man da den Weg normal findet, sollte es eben auch, ich sage jetzt, mit jungen Anführungszeichen erlangen. Und da muss ich nicht zwingend 5 Millionen ausgeben für irgendeinen, der dann auch wieder Zeit braucht. Also so gesehen finde ich einen guten Weg, auf die Jungen setzen, weil sie kennen die Jungen besser, wie wir es kennen. Aber jetzt auf der ersten Match, klar kann man sagen, zu wenig Durchschlagskraft, hat aber nicht unbedingt noch mit einem Stürmer zu tun. Sind auch die von außen sind zu wenig in Abschluss, mit zentralem Mittelfeld sind zu wenig in Abschluss, weil aber IB unheimlich aggressiv war und alles abbissen hat. Also ich glaube, man darf nicht grundsätzlich schon Transferpolitik anprangern. Sie haben das gut gemacht, aber klar, der erste Match tut das natürlich nicht beweisen. Ist man euch ein kleines bisschen satt? Oder wie gross ist die Ausgabe? Oder wie stark ist die Ausgabe FCB 2017, 2018? Was meinst du, Michael Lang? Satt ist man überhaupt nicht. Satt ist man gar nie. Man kann nie genug Spiel gewinnen, man kann nie genug Titel gewinnen in seiner Karriere als Fußballer. Aber trotzdem müssen dann immer gleich wieder der innere Schweinehund überwinden. Und so haben wir einen neuen Reiz bekommen, durch die neue Führung, durch den neuen Trainerstaff.
wo wir wieder etwas Neues haben. Wir müssen sie da beweisen. Das ist ja auch genug schwer, vor allem weil die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Gehe ich zumindest davon aus in diesem Jahr. Und darum, nein, satt ist man ganz sicher nicht. Und das merkt man auch an der Mannschaft. Wir haben viele junge Spieler, der Finger sehr richtig gesagt haben. Der Weg ist auch für gewisse Spieler frei, zum Durchstarten. Also das ist nicht so, dass Positionen schon drei- und vierfach besetzt sind, sondern es ist wirklich so, dass eben auch junge, sehr talentierte Spieler, die wir haben, die durchstarten können, die wir momentan gar noch nicht so auf dem Radar haben. Und darum habe ich da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir zu wenig Qualität haben. Ich finde ein schönes Schlusswort zu diesem Thema. Wir werden den FC Basel natürlich mit Argusaugen weiter beobachten. Wir müssen aber jetzt langsam zum nächsten Thema kommen. Und zwar kommen wir jetzt zu den weiteren Super League-Club. Nach 8 Meistertiteln vom FCB. Ich meine, wie kann man wieder Spannung reinbringen in die Liga? Das ist das nächste Thema, das wir werden behandeln werden. Und zwar machen wir das nach einer kurzen Pause. Bleibt dran. Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen. Sandburgen sind super. Sandburgen mit Drachen sind besser. Sandburgen mit Drachen und dem Großen sind am besten. Am besten kommt alles zusammen in einem flexiblen Paket. Das neue Swisscom in One. Mit Roaming-Guthaben in über 190 Länder inklusive. Die Teleclub Cinema Blockbuster im Juli. Nach The Da Vinci Code und Illuminati folgt nun... Es passieren die interessantesten Dinge vor Toren. Ich erinnere mich an nichts mehr. Inferno. Gestatten Sie mir, die Lage in Afrika zu erläutern. Es steckt viel mehr hinter der Geschichte des Affenmenschen, als wir bis jetzt wussten. Er ist Tarzan, Sie sind Jane. Er wird Sie holen. The Legend of Tarzan. Die Lebensmittel im Supermarkt suchen nach ihrer wahren Bestimmung. Geil, oder? Ein Hammergefühl! Wir werden alle sterben! Oh ja, ist ein guter Punkt. Schlimme Scheiße, das alles. Sausage Party. Es geht um die Wurst. Mach die Tür auf, los geht's! Eine brillante Comic-Verfilmung mit absolutem Star-Aufgebot. Ich kann's kaum erwarten, bis du meine Spielsachen siehst. Suicide Squad. Nach 30 Jahren kehrt er als Realfilm auf den Bildschirm zurück. Wir verfolgen einen... Ein Drachen! Es ist ein Drache! Elliot, der Drache. Scheiße! Sehen Sie die neuesten Filme zuerst. Sonst noch Forderungen? Pay-TV. Im Juli auf Teleclub Cinema. Jeden Samstag ab 20.15 Uhr. Nur auf Romance TV. Zeit für Gefühle. Golden Globe und Emmy-Gewinnerin Jane Lynch präsentiert ein faszinierendes Naturschauspiel der Superlative. An 30 verschiedenen Locations in Afrika, Asien oder der Arktis haben Top-Filmemacher die Wunder der Erde live festgehalten. Begleitet mich rund um die Welt an einem Abend. Earth Live, Dienstag, 19.25 Uhr auf Net Geo Wild. Die Teleclub Star Highlights im Juli. Sehen Sie die besten Stars in heißer Sommer-Action. In den Badeferien lauern gefräßige Gefahren. Da ist ein Hai! Das ist unfassbar. Wer könnte das wohl sein? Tom Cruise sieht Verbrechen voraus. Wieso wusste ich davon nichts? Sie machen es zusammen. Ich denke, dir gefällt die Idee.
Die kalte Eiskönigin treibt ein heißes Spiel. Bloß nicht verfehlen. Ich verfehle nie mein Ziel. Du schaffst das, du hältst das alles durch. Für Boxer Jake Gyllenhaal ist das Leben sein härtester Kampf. Wunderschöner Kampf. Sie können es als Team noch besser. Wie schön. Das könnte aber böse enden. Willkommen im Team. Und Sie müssen zuerst noch eines werden. Ich hab's so gemacht. Aber das wird heute noch laufen. Wir haben uns missverstanden, und? In der Türkei herrschen raue Sitten. Ich hab gesagt, wir sehen uns wieder. In Frankreich nicht weniger. Das sind die Bastards. Wie lustig. Die heißesten Stars in Action. Im Sommermonat Juli auf Teleclub Star. Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen. Willkommen zurück. Das ist Heimspiel der Fußballtalk auf Teleclub. Zusammen mit meinen Gästen Michael Lang vom FC Basel, der Andi Böhni, Fußballchef im Blick, und der Teleclub-Experte, dem Pascal Zuberbühler und dem Rolf Ringer. Wir haben über den FCB diskutiert. Jetzt kommen wir zu den anderen Clubs. Vielleicht gerade zum Anfang mal schnell eine Frage in die Runde. Warum können die anderen Clubs dem FCB nicht wirklich Paroli bieten? Was ist der Grund, Andi Böhm? Ja gut, viele haben schlecht geschafft die letzten Jahre, viel Geld ausgegeben. Ich denke vor allem an IB, an Constant, der halt völlig Nerven verliert, immer. Und das andere ist natürlich, dass du dass du Champions League als Schweizer Meister direkt erreichst. Hat natürlich im FC Basel auch in Karten gespielt, die letzten 10 Jahre, natürlich. Aber der FCB hat ja auch irgendwie mal anfangen, oder? Ja, man muss sagen, sie haben natürlich jetzt einen super Parcours, 8-mal Meister. Sie haben das hervorragend gemacht. Das hat man gespürt von aussen. Der FCB war eine Einheit gewesen. Also sie haben sehr, sehr gut geschafft und haben nicht nur sportlich einen Gap geschafft zu den anderen Mannschaften, sondern auch wirtschaftlich. Und sie haben Reserve, sie können noch zuschlagen. Also man muss sich vorstellen, es ist wie ein Hochspringer, der 2,20 Meter springt und der zweithöchste kommt 1,80 Meter. Jetzt, wenn der sich steigert, dann kommt er vielleicht auf 1,80 Meter. Aber da kommst du zum anderen gleich nicht an. Das ist eine Situation, die wir heute haben im Schweizer Fußball. Und das ist auch über die Konstanz passiert, sportlich, wirtschaftlich. Sie haben durch das einen grossen Vorsprung. Der kommt nicht von heute und nicht von gestern, sondern das sind jetzt 8 Jahre. Und die anderen, sie hinken einfach hinterher. Zum Teil, wie der Andi gesagt hat, weil sie halt immer wieder Probleme selber sich geschaffen haben. Aber Basel hat schon einen super Vorsprung erarbeitet, weil sie hervorragend geschaffen haben. Und jetzt gilt es für die anderen Mannschaften, das ist auch mein Zitat, eben eine gewisse Konstanz anbringen. Also die könnten Verfolger sein, wie IB oder wie SIO zum Beispiel. Ja, die dürfen halt dann nicht im Göpp rausgehen und dann 5-mal nacheinander verlieren und dann ist der Mist schon wieder geredet. Sondern die haben jetzt, ich sage es so, die haben jetzt Kür bestanden, IB, aber die Pflicht entscheidet, ob du Schweizer Meister kannst werden. Und an dem sind sie immer gescheitert. Aber sie haben, das haben sie jetzt gesehen, gewisses Potenzial. Es geht wirklich nur um Konstanz über 36 Runden. Aber der Zeitpunkt war jetzt gut, oder? Jetzt könnte man den FCB halt schon noch so ein bisschen kitzeln oder aus der Reserve locken, oder? Ja, ich hoffe einfach, wie der Rolf schon gesagt hat, Konstanz ist mal so ein, das ist mal wichtig. Aber was mir sehr aufgefallen ist, also was mich immer ein bisschen gestört hat jetzt in den vergangenen Jahren, in all diesen Saisons, dass man im Verein, intern, in all diesen Clubs, wo man sehr viel Geld ausgegeben hat, wie der Andi das auch gesagt hat, sehr viel Geld ausgegeben, dass man da immer wieder unnötig Unruhe gebracht hat. Vom Präsidium, vom Vorstand, über den Trainer. Trainerentlassung, da sind wir eh Weltmeister in der Schweiz mit diesen Trainerentlassungen. Das ist für mich auch so irgendetwas, was ich hinten und vorne nicht verstehe, jetzt, wo ich auf dieser Seite noch ein bisschen arbeiten konnte. Ich finde, das ist schade. Man zerfleischt sich selber. Man hat sehr viel Geld investiert. Mehrere Vereine in der Schweiz hätten die Möglichkeit, auch dort anzuknüpfen, wo der FC Basel angeknüpft hat. Und der FC Basel ist auch von unten hochgekommen. Also der ist von der ACB aufgestiegen und ist auch von unten hochgekommen. Aber man hat nie Probleme in die Öffentlichkeit herausgetragen, was intern passiert beim FCB. Das Kommunikationskonzept. Aber Michael Lang, du bist ja beim FC St. Gallen und bei GC gewesen. Was sind denn die grossen Unterschiede, wenn du jetzt das so vergleichst? Jetzt bist du gleich schon ein paar Jahre zu Basel. Sehr, sehr schwer, um das beantworten als Spieler. Weil ein Unterschied ist ja immer so, dass dann etwas negativ war beim letzten Club, beim vorherigen Club. Was ich kann beurteilen kann, ist, dass seit dem ersten Tag, als ich beim FCB bin, dass sensationell geschaffen wird. Dass ich sofort gemerkt habe, dass der Erfolg nicht einfach von irgendwo herkommt, sondern dass man da wirklich ohne Fehler jeden Tag arbeitet, dass man auch eine gewisse Menschlichkeit anbringt am Tag, dass man Mentalität auch in der Mannschaft hat, dass die auch so bewusst zusammengestellt wird. Und schlussendlich, dass jeder auch zielstrebig arbeitet und mit dem Druck, den man hat beim FCB auch
so dann auch zu Erfolg kommt. Aber es wäre ja einfach, wenn man so einen Klassenprimus in der Liga hat, dann kann man ja nur abschauen, wie man es machen kann. Es ist in dem Sinn einfach. Ich sage dir gerade warum. Es gibt im Fußball nur drei Sachen. Der Rolf wird es nicht gerne hören. Präsident, langfristige Komponente, Sportchef, mittelfristige Komponente, Trainer, kurzfristig, austauschbare Komponente. Jetzt schauen wir zu IB. Investoren, Nullahnung von Fußball, die immer wieder drei schiessen. Schauen wir auf Luzern. Das Geld ist nicht bei denen, die gemacht haben. Schauen wir auf St. Gallen. Döll früher hervorragender Mann als Präsident, mittelfristige Komponente, Sportchef, kurzfristig Trainer, gut geschafft. Jetzt St. Gallen, Präsidentenwechsel, totales Chaos, Hinterzimmerpolitik ohne Ende. Es ist das Problem, das Geld. Du musst die drei Komponenten mit Club haben. Wenn du die nicht hast, gehst du bachab. Basel hat überragend Häusler, Heiz und verschiedene Trainer, die das Double geholt haben und haben müssen zum Teil gemacht. Überragenden Job. Und eigentlich müsstest du es so machen. Ja, aber Hankerum, oder? Nehmen wir jetzt den FC Thun zum Beispiel. Die haben nicht ein grosses Budget. Im Gegenteil, die haben finanzielle Schwierigkeiten. Und trotzdem hat man das Gefühl, die schaffen ruhig, die schaffen konzentriert. Faktisch, auf dem Papier müsste ja die im Hochenbogen aus der Liga uns agieren. Aber es ist nicht der Fall. Sie machen wirklich einen guten Job. Präsident lang dort, Sportchef lang dort, Trainer gewechselt zwischen ihnen. Das hat sicher mit dem zu tun. Es ist immer eine Frage. Der Erfolg setzt sich immer so zusammen. Eine gute Führung, die tun gute Leute ich sage es, auswählen, sind im Club eine Einheit und das gibt dann drei Folgen auf dem Platz, wo man verdient. Und dann natürlich der FC Basel in den letzten Jahren, ich sage jetzt ein bisschen mit Rückenwind vom Krigel Gross, der alles gewonnen hat, hat der Bernhard Häusler mit seiner Crew super verwaltet und noch ausgebaut, das muss man sagen. Aber es ist ganz entscheidend, dass die Führung muss vorneweg, muss eine Einheit sein. Und bei Basel ist das, oder, 25 Spieler und Nationalspieler auf der Bank und auf der Tribüne, das Schwerste, was es gibt. Und da merkt man, dass sie vom Gleichen reden, dass sie eben Trainer austauschen können, weil sie in der Führung jeweils alles unterstützen, wenn ein neuer Trainer kommt. Und wenn einer nicht spielt und kann sagen, ja, der Trainer hat mich nicht spielen lassen, wir spielen nicht über die Flügel und ich bin doch besser. Und dann sagt der Präsident, ja, was? Ja, nein, hat er das gemacht? Wie das viele Präsidenten machen, oder, wie du es gesagt hast. Das ist bei Basel nicht der Fall. Das ist wie bei Bayern München ist auch nicht der Fall. Dort ist Know-how in der Führung. Wenn die etwas entscheiden, dann wissen sie, was das mit sich bringt. Und die wissen nachher, was passiert. Und da haben wir natürlich auch in der Schweiz, aber auch im Ausland, gibt es natürlich zum Teil Führungen, die eigentlich immer alles selber kaputt machen. Das ist alles immer hausgemacht, weil viele nehmen sich viel zu wichtig und verstehen nichts. Das ist natürlich die Krux von der ganzen Geschichte. Ich bin nicht gegen das, was du gesagt hast, das sagen jetzt langfristige Führung, langfristige, mittelfristige Präsident und der Trainerwechsel. Überhaupt nicht. Das ist ja auch das Erfolgsgeheimnis vom FC Basel gewesen. Man hat so immer wieder neue Reizpunkte gesetzt für die Mannschaft und sie hat sich wieder müssen beweisen. Man ist aber Herr oben Hauptes mit dem Trainer auseinandergegangen und gesagt, danke vielmals. Und der Trainer hat das auch gemerkt, dass das der Grund ist. Also das ist eine sehr vernünftige Politik. Aber eben, dorthin muss ich zuerst kommen. Aber hat man denn genug gute Leute in der Schweiz? Nein, das hat gut. Ich meine, du hast vorhin gesagt, Thun mit ihren Mitteln, auch mit der Konstanz im Verein. Oder? Jetzt, ich weiss nicht, wie viele Fußballfans den Namen des Präsidenten von Thun kennen. Das weiss ich nicht. Ich glaube nicht so viel. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn der Präsident der ist, den alle kennen, aber die Spieler nicht so, dann ist in der Regel nicht gerade in die Hose. Respektive, du holst nie das Optimum raus. Oder? Und da haben wir aber nicht nur in der Schweiz ein Problem. Das ist ein bisschen Kultur vom modernen Fußball mit Investoren. Selbstverständlich. Das haben sie an vielen Orten. Oder? Aber das ist sicher das Problem. Nur gleich. Man kann auch eine gute Führung haben, wie Thun. Du hast nie eine Chance, dass du Basel gefährden kannst. So etwas muss wachsen. Aber klar ist, nur über eine gute Führung. Oder? Die hat man viel zu fest rausnehmen in der Vergangenheit. Man konnte immer den Trainer wechseln und die Führung war kein Thema. Ja. Oder nur über eine gute Führung gibt es gute Massnahmen auf dem Feld und verdienst du den Erfolg. Und das ist FC Basel. Alle Ebenen müssen funktionieren. Nein, du hast gesagt, was Selbstdarstellung? Selbstdarstellung. Wir haben zu viel, sage jetzt mal, Präsidenten oder im Vorstand oder Sportchef, die meinen, sie müssen sich selber im Vordergrund stellen. Und das ist für mich Gift im heutigen Fußball. Gift im heutigen Fußball. Und es sind genau die Vereine, die sich ein bisschen zurückheben, vor allem im Präsidium, vor allem im ganzen Vorstand. Die Vereine sind erfolgreich. Und über all die Jahre hinweg die Mannschaft schaffen lässt und der Trainer schaffen lässt. Und, aber man weiß, der Trainer, die Mannschaft, man weiß, man hat einen Vorstand hinter dem Präsident, der ganz klar hinter der Mannschaft ist, hinter der Philosophie des Trainers. Wenn es dann einmal nicht mehr klappt, dann ist klar, dann muss man etwas verändern, dann wird der Trainer gewechselt, das ist legitim. Ja, gibt es konkrete Beispiele jetzt diesbezüglich? Also, weißt, jetzt, ja, wir haben mehrere Beispiele. Andreas hat das vorhin am Anfang gesagt. Also, bei Sion ist für mich, tut mir weh, das zu sagen, aber ein Präsident der Constantin ist einfach. Da gibt so viel Geld rein, so viel Geld Jahr für Jahr in den Verein. Jahr für Jahr, der Verein wird schon längstens gar nicht mehr geben. Ja. Und dass er aber das immer noch nicht begriffen hat, in Anführungszeichen, dass man halt mal auf einen Trainer
bauen. Ja. Mit dieser Mannschaft, mit der gleichen Mannschaft. Das tut mir einfach weh, wenn man so viel Geld in die Schweiz, im Schweizer Fußball investiert. Aber der Schluss hat zum Beispiel auch einen vor den Bug bekommen, oder? Ja, aber das war vielleicht gut. Also ich hoffe, sie haben daraus gelernt. Familie Canepa gibt sehr viel Geld auch in den Verein rein. Und ich hoffe, dass jetzt aus dieser Situation mit der Challenge League, mit dieser Saison, sie jetzt da gelernt haben und aus dieser Saison stark rausgekommen sind jetzt für die Zukunft. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Oder ist man so im Tunnel und fokussiert? Also das heisst, meine, logisch, jetzt bei dir hast du das Privileg, beim FCB zu spielen und da funktioniert es. Oder es ist einfach, die letzten Jahre hat es funktioniert. Stück weit macht man sich schon auch Gedanken, was bei anderen Clubs abgeht. Und auf der anderen Seite ist man angestellter Spieler vom FCB. Und es ist immer heikel, zum Beispiel auch das ein bisschen beurteilen. Aber was ich so ein bisschen wahrgenommen habe in den letzten Jahren, vor allem auch in der Schweiz, desto mehr Geld man hat, desto mehr Fehler werden gemacht. Das ist so ein bisschen die Entwicklung, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat in der Schweiz in den letzten Jahren, ausser beim FCB. Und darum ist eben das so erfolgreich auch weitergeführt worden, was da entstanden ist und wird auch in Zukunft hoffentlich so bleiben. Und wenn du jetzt als FCB-Spieler auf deine ehemaligen Klub schaust, wie geht es in St. Gallen? Was geht dir durch den Kopf? Ja, der Schwanto. Es ist nicht einfach, um das beantworten als Spieler. Ja. Ja. Was ich sicher auch kann beurteilen, der Dölf Rüebe beim FC St. Gallen, ja, den hätte ich sehr, sehr gerne noch ein paar Jahre weiter gesehen im Schweizer Fußball. Der war so ein authentischer, so ein guter Typ, der sich eben auch im Hintergrund behalten hat. Und trotzdem ist er wahrgenommen worden, trotzdem haben ihn alle gerne gehabt. Und jetzt über die Neuführung kann ich nicht urteilen, da kenne ich die Leute zu wenig, da weiss ich ja zu wenig, was abgeht. Und das ist eben auch etwas, was zum Teil nicht wirklich positiv ist, oder? Weil bei gewissen Clubs weiss man nicht so recht, ohne so jetzt auf einzelne Clubs eingehen. Aber zum Teil kommt man nicht so richtig raus, wer ist jetzt wirklich am längeren Hebel, wer entscheidet, mit wem muss man reden. Und das ist ja meistens dann nicht unbedingt so ein positives Zeichen. Also das heisst, das Schlüsselwort ist eigentlich die Ruhe, oder? Wo ein Verein braucht, dass er sich auch sportlich entfalten kann. Das ist das, was du vorher gesagt hast, oder? Über alle Ebenen. Ja. Aber dann braucht es ja eigentlich Leute, die eine Vision haben und das nachher können vermitteln über alle Ebenen, oder? Das Problem ist einfach, dass ganz viele Leute Fußballboss können aus der Wirtschaft, haben null Ahnung von der Materie und schiessen trainieren in diesen Sachen. Weil sie mit dem Geld können. Dann hast du jetzt aber einen Bernhard Burgener. Das finde ich ein super Beispiel. Bernhard Burgener sagt, ich vertraue den Fachleuten. Bei allem, was ich gemacht habe, mit all meinen Firmen. Sportlich lasse ich einen Streller jetzt machen, den Leuten, denen ich vertraue. Und, aber ganz viele Präsidenten, der Rolf hat es auch mal in Luzern, Canepa war auch noch ein bisschen anders, als er im FCZ war, erlebt. Haben das Gefühl, sie müssen jetzt als grosse Zampano da auftreten. Mhm. Und haben null Ahnung, wie die eigene Fußballwelt funktioniert. Und das ist einfach die Branche fremd. Also das heißt, die Branche fremd ist tödlich. Es ist gleich tödlich, wie wenn die Leute zu nahe miteinander zusammen sind. Mhm. Und über die Ruhe haben wir einen Fan gefragt. Also Fan, es gibt ja faktisch gibt es so viele Experten, wie es Fans gibt im Fußball. Das ist ja allgemein bekannt. Und wir haben einen IB-Fan gefragt, was er zum Club oder zum Geschehen von den letzten Jahren sagt. Also zuerst mal braucht IB etwas, was sie seit Jahren nicht mehr hatten, nämlich Ruhe im Verein. Wenn man es mit einem Springreiten würd vergleichen würde, dann hat IB nach jedem Hindernis bis jetzt den Reiter ausgewechselt und für das nächste Hindernis. Das kann nicht funktionieren. Wir haben jetzt seit einem Zeitchen einigermaßen Ruhe. Wir haben auch einen Trainer, der jetzt schon die dritte Saison spielen darf. Ich denke, das sind die besten Voraussetzungen. Als IB-Fan ist man immer optimistisch bis Ende Saison, dass es noch reicht. Das ist zwangsläufig seit 30 Jahren das harte Brot des IB-Fan. Nichtsdestotrotz denke ich durchaus, dass es dieses Jahr eine Chance hat, wie noch nie Basel zu überholen. Also von dem her, wenn IB es schafft, Ruhe in die Mannschaft zu bringen und mit dieser soliden Mannschaft, die wir haben, denke ich, können wir das Jahr Basel schlagen. Hoffentlich ist dann niemand vor dran. Und das hat er tatsächlich selber eingeschickt. Also das ist wirklich, finde ich, recht reflektiert, oder, was er da erzählt. Das kann man so sagen. Ja. Ich finde halt wahnsinnig gut bei IB jetzt abgesehen davon, dass vorher unter Freddy Bickel hast du viele ältere Spieler geholt, im Fumbergen, Uaro, Rocha, die auch teuer waren, dass man jetzt auf den Jungen auf die Jungen baut, dass man keinen über 24 glaub, geholt hat. Aber entscheidend finde ich, dass der Speicher, bevor er den Job angenommen hat, gesagt hat, ich rapportiere direkt am Verwaltungsrat. Und das ist eine entscheidende Machtposition im Club. Wenn im Club eine Situation ist wie in St. Gallen, wo jetzt der letzte Sportchef und der Trainer gleichgestellt waren, dann musst du aufhören, dann bist du fertig, dann hast du die Stübe ja richtig gemacht.
Und das ist ein gutes Zeichen für IB, wenn der Speicher das gelöst hat. Und trotzdem hast du gesagt, der FCB ist nervös wie noch nie. Das war dein Zitat. Genau. Wie nimmst du das wahr? Ja, eben, es ist also vor allem weniger auf die Mannschaft bezogen, mehr auf die Clubführung. Oder? Sie wissen um die Bedeutung von dieser Meisterschaft. Die Meisterschaft ist viel wichtiger als die letzten 5, 6. Weil die anderen haben sich schon bewiesen gehabt. Jetzt muss ich einen Streller beweisen, einen Wicki beweisen, auch einen Burgener beweisen, ein Stück weit. Und, ich kenne ja Marco Streller, Alex Fey und so. Ja, ein paar Jahre, ich weiss ja, wie die ticken, mit wie vielen Emotionen und so. Und darum glaube ich, dass das grosse Nervosität jetzt mal da ist. Aber sicher auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also Emotionen spricht ja eigentlich nicht für Ruhe. Also das heisst, wenn die Emotionen drin sind, man sieht das beim CC, du hast es vorher gesagt, mit dem Constantin in Sitte oder auch jetzt Gonepas, haben wir immer das Gefühl, das sind richtig, die leben mit, die sind Fans, die wollen aktiv teilnehmen. Und du sagst jetzt eben, so ein Alex Frey und der Streller sind ja sehr emotional, was das anbelangt. Könnt ihr sich genug zurücknehmen? Oder könnt ihr da eine gewisse Unruhe aufkommen beim FCB? Ja, ich glaube, sie haben genug Leute, die sie fragen können, wenn sie mit zu heißem Herzen dabei sind, dass sie, dass jemand mit kaltem Verstand da ihnen antwortet. Und sie sind intelligent genug, glaube ich, um das zu reflektieren. Richtig. Und der FC Basel hat 100% ihre Hausaufgaben gemacht, bevor sie den Entscheid getroffen haben, nach dem Rücktritt von Gegen Heitz und von Bernhard Häusler. Es sind sicher ganz klar über Bücher, wie gehen wir weiter, mit wem gehen wir weiter. Wir diskutieren das ganz klar ausdiskutieren. Also ein FC Basel kann sich das nicht erlauben, jetzt noch, ja, also wir hören auf, okay, dann nehmen wir jetzt gerade den Durgestein da von Basel und zusammen. Und das geht dann schon irgendwie. Da bin ich 100% sicher, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Aber man muss sich jetzt beweisen. Das ist auch klar. Das ist etwas Neues, das ist ein neues Gefühl, das ist ein neues Zahnrädchen, muss zuerst ineinander stimmen. Und da sind halt schon sehr viele Komponenten gewechselt worden von den letzten Jahren. Ich will auf dein Zitat zurück. Konstanz war dein Zauberwort. Also, wie bringt man die Konstanz her? Also jetzt bei den anderen Clubs. Ein Teil hat natürlich mit dem zu tun, dass er eben gut geführt ist, der Verein. Dass man die Kompetenzverteilung hat. Weil es nützt mir nichts, den Namen und den Mann anzutun. Es kommt immer davon, was ich mit der Position mache und wie ich mich verhalte. Also ich muss mich zurücknehmen. Es braucht Fachkompetenz und Sozialkompetenz. Und jetzt ist, man hat jetzt wieder gehört, der Fan, das Jahr habe ich jetzt speziell gutes Gefühl, das könnte lange mit IB. Das hören wir eigentlich schon seit ein paar Jahren. Aber es ist klar, der erste Match, den sie daheim gewonnen haben, mit einem überzeugenden Auftritt, und ich habe eingangs gesagt, sie haben ja Kür immer gewonnen gegen Basel in den letzten Jahren. Jetzt ist wichtig, dass man Pflicht eben hat. Und Pflicht ist, in all diesen Spielen, man muss einmal auf Lausanne, man muss auf Thun, man muss auf Luzern, da darf ich nachher nicht mit 70% gehen von der Einstellung und denken, das kommt dann schon und dann verliere ich halt. Weil sie sind sehr offensiv ausgerichtet, oder? Mit zwei Stürmen, mit offensiven Aussenspielern und im Mittelfeld auch gegenführen. Das ist super für ein Spiel, da kann ich ein Spektakel zeigen, aber es gibt einen Durchschnittsmatch, wo ich irgendwo bei Scheisswetter noch immer muss in Lausanne shooten. Und dort darf ich halt nicht 2-1 verlieren und in Thun 1-1 machen. Und diese Matches sind entscheidend. Und sie haben jetzt die Qualität, wo man muss sagen, es fehlt nicht so viel. Sie haben gute, vor allem, ob das Gleichgewicht gut ist von Offensiv und Defensiv bei IB, das wird sich zeigen, von der Spielart her. Aber gegen Führer überragend, muss man sagen. Aber wichtig ist, weil gegen hinten gibt man eben die Meisterschaft. Und wenn ich dann eben mal die Matchspielung verliere, dann gehe ich wieder zurück und dann fängt Katzenjam wieder an. Darum ist für mich klar, die dann schon die Möglichkeit haben, sportlich und wirtschaftlich, die müssen Konstanz an den Tag legen, damit sie können gegen Basel, wo eben 2,20 Meter kommt und die sind nur 1,80 Meter, dass sie da die Lücken können schliessen können. Das ist eine schwere Aufgabe, aber es geht nur über die Pflicht. Traust du es zu? Jein, ich muss sagen, ich traue auch Basel wieder zu, dass sie natürlich nicht so viele Punkte machen wie letztes Jahr. Das war von den Punkteanzahlen eine sensationelle Saison. Ja. Da ist für jeden Zweit und Dritt schwierig, das muss man sagen. Aber ich traue eben zu, dass sie konstanter werden, dass sie mehr Punkte holen. Und wenn dann Basel eben ein bisschen weniger holt und wenn dann mal eine Nähe da ist, wo man das Gefühl hat, wenn jetzt Basel rührt und IB gönnt, dann kann alles wieder passieren. Dort muss man kommen. Geht aber nur wirklich über Konstanz. Sie haben viele Siege gerichtet in der Führung, dass das, sage ich, gut kann kommen. Und jetzt gilt es dann auf dem Platz, das zu bestätigen. Immer wieder ein Thema ist Budget und Geld, oder? Und da ist natürlich der FCB auf Rosen gebettet in dem Sinn, oder? Also, wie nimmst du das wahr? Braucht es Geld, um professionell zu arbeiten? Nein, ganz klar nicht. Das hat ja eben genau das Beispiel mit Thun schon genug bewiesen, dass es eben auch mit eher wenig Geld gut kann funktionieren. Es ist ein Vorteil. Das ist definitiv so, wenn man die besten Spieler kann holen in der Schweiz oder auch mal einen Königstransfer kann machen wie jetzt mit dem Van Wolfswinkel, dann ist das sicher eine komfortable Lage für einen Club. Aber
Das ist etwas, was ich vorhin gesagt habe. Desto mehr Geld, desto mehr Fehler werden zum Teil gemacht. Und das ist eben beim FCB nicht der Fall. Und darum geht es im Verein sportlich und auch wirtschaftlich so gut. Vergessen Sie nicht, wo der FC Basel angefangen hat. Ja. Also, da durfte ich noch aktiv dabei sein beim FCB. Und, das war mit dem René Zeyegi als Präsident. Und wir haben es geschafft, irgendwie mit der Gigi Öri jemanden im Vorstand als Präsidentin hineinzubringen. Und wir haben es geschafft, die Gigi Öri richtig zu führen. Mhm. Und das war die grosse Kunst. Sie ist nicht alleine hergestanden und hat dann ihre Show abgezogen. Nein, wir haben es geschafft, bei Basel sie richtig zu führen und ihre das Fußballspiel zu erklären. Mhm. Und so ist es ja dann aufwärts gegangen. Und das ist natürlich auch grosse Kunst. Welche anderen Mannschaften traust du noch etwas zu? Oder könnte gefährlich werden für den FCB? Ja gut, klar, sehr naheliegend ist IB, ganz klar. Sie investieren sehr viel Geld. Grösser IB? Außer die bei FCZ kommt jetzt wieder langsam. Ich hoffe, die Saison ist lang, aber für mich ist der Abstand immer noch viel, viel zu gross zum FC Basel in dieser Saison. Mhm. Schlussendlich. Dann. Siehst du noch weitere Mannschaften, die könnte eventuell? Nein. Also IB ist ganz klar. Aber IB muss einfach. Ich habe schon mal gesagt, für mich ist Basel eine deutsche Mannschaft. Oder? Sie sind kämpferisch stark, aber sie sind Michi Lang, Chaka, was auch immer. Und IB ist natürlich eine sehr frankophone Mannschaft, eine belgische Mannschaft. Und der letzte welsche Meister auf Serbien 99, im Eishockey, La Chotte vor 73. du kannst immer. Nein, aber es gibt ja so. Es heisst, mit welchen gewünscht du keinen Titel. Und das ist genau das Problem, was der Rolf sagt. Aus meiner Sicht hat IB letztes Jahr eine Phase gegeben, wo ich denke, IB kann Basel da ja packen. Ihr habt aber in den letzten Minuten unglaublich viel Spiel gekriegt in der letzten Saison und IB hat dann halt wieder im Vaduz unentschieden gespielt. Und das ist eine reine Mentalitätsfrage. Kannst du die Mentalität aus diesen Spielern rausklopfen bei IB? Oder nicht? Ja, wobei, da muss ich etwas sagen. Ich meine, es ist auch etwas passiert in der Vergangenheit. Ich glaube, vor 2010 haben sie 13 Punkte, hat IB 13 Punkte Vorsprung gehabt. 13 Punkte Vorsprung. Und sie haben es auf Deutsch gesagt, vergeigt. Und wenn du mal, und dann hat der Göppfinale Führung 2-0 und verloren. Also, das ist ein riesen Trauma. Wenn du mal 13 Punkte Vorsprung, dort haben sie viele Fehler gemacht. Dort haben sie in der Mannschaftsführung viele Fehler gemacht. Dort haben sie einfach rundum viele Fehler gemacht. Und haben 13 Punkte auf der FC Basel verloren. Sie sind schon sicher Meister gewesen. Und wenn dir das passiert, als IB, das ist mehr als immer ein Leiterli-Spiel zurück zum Start. Sondern das ist in den Keller runter. Oder? Und dann willst ja du, weil du ja schon 13 Punkte Vorsprung hast, willst du aber dann dafür nächstes Jahr hier arbeiten, weil jetzt hast du ja schon gehabt. Und je mehr das ich es erzwingen wird, je mehr das ich es erknurzen wird, je weniger schaffe ich es. Basel, wo du gesagt hast, ist der Guy Matte Trainer gewesen. Dann ist mal ein Jahr, haben sie immer wieder aufsteigen, hat nie geklappt früher. Dann hast du mal ein Jahr gegeben, wo sie keine guten Leute transferiert haben. Dann hat es geheißen, das Jahr ist Hopfen und Malz verloren mit dem FCB. Und dann sind sie aufgestiegen. Es läuft so im Sport, hat viel mit Psychologie zu tun. Oder? Und das Erzwingen, das Erkrampfen, kommt nicht zuletzt aus dieser Geschichte, wo sie 13 Punkte vergeigt haben. Und das ist natürlich für die Neuen, die dabei waren in den letzten Jahren, eben immer ein bisschen Herkulesaufgabe auch geworden, muss man sagen. Mhm. Michael Lang, das erste Spiel ist durch. Du hast mir kurz vorher gesagt, so ein bisschen Kribbeln hast du gestern im ersten Spiel. Auf was freust du jetzt, was noch kommt? Ja, auf die kommenden Spiele, um den Experten da beweisen, dass eben der FCB nicht nervös ist. Wir haben jetzt ein Heimspiel, wo wir unter Druck stehen. Wir haben ein Heimspiel, wo wir unbedingt gewinnen gegen FC Luzern, genau, ja. Wo ja auch gut gestartet ist. Also von dem her, ich freue mich auf jedes Spiel. Wir müssen gut starten und da tue ich jetzt das Spiel gegen IB ausschliessen. Und dann kommt dann, ja, Mitte September die Champions League, wo wir natürlich auch schon gewisse Vorfreude spüren im Verein. Ja. Ja, die Saison ist noch jung, es ist noch alles offen. Nicht nur wir, sondern die ganze Fußballschweiz erhofft sich, dass es eine spannende, emotionale, ereignisreiche Saison gibt. Ich wollte mich bedanken bei meinen Gästen, dem Michael Lang. Dir wünsche ich eine verletzungsfreie Saison und danke. Viel Erfolg. Und den restlichen Gästen, Pascal Zuberbühler, Rolf Ringer und Andi Böhni, für dass er hier den Weg ins Studio gefunden hat. Mir hat es Spass gemacht, die erste Sendung Fußballtalk Heimspiel. Es wird jetzt jeden Sonntag am Abend, am 7. wird das stattfinden. Nächste Runde bietet wieder neue Themen, neue spannende Themen, die wir wieder werden diskutieren. Ich freue mich drauf. Nur ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Morgen gibt es wieder ein Live-Spiel, und zwar in der brack.ca Challenge League. Der Murat Yakin mit seinem FC Schaffhausen empfiehlt der Aufsteiger Rapperswil-Jona. Ich wünsche einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart und bleibt am Ball.
Heimspiel. Der Fußballtalk wird präsentiert von Raiffeisen.